Hallo und willkommen zurück bei Space Engineers. Ich wollte gerade sagen, das mit dem Grün sieht schon ziemlich cool aus. Moment, sind beide offen? Ah, ich würde gerne den Mordturm weitermachen, aber jetzt habe ich die letzte Folge was angefangen. Das mache ich auf jeden Fall noch zu Ende. Und zwar hier erstmal die Platten durchziehen. Wobei, wir wollten das mit dem Sensor testen, ne? Ich habe immer noch nicht die Sachen da. Interne Computerherstellung. So, dann bauen wir mal hier den Sensor an die Tür. Ich weiß gar nicht, wie rum der eigentlich richtig rum ist. So, kann der Sensor Aktion konfigurieren? Tür. Ja. Welche Tür ist das? Das ist Tür 5. Tür 5. Öffnen und beim Verlassen schließen. Okay, jetzt machen wir den Sensor. Nach links auf 1 Meter. Nach rechts 0,1. Nach unten 0,1. Nach oben 0,1. Nach hinten machen wir auf 3 Meter, weil der soll ja auch von innen funktionieren. Nach vorne setzen wir auf 1 Meter. So, der soll nur Spieler erkennen. Okay. Gucken wir mal. Wir gehen hin. Ich muss nach links erhöhen. Nach links muss erhöht werden. Setzen wir mal auf 3 Meter. Nach vorne. Nach hinten setzen wir auf 5 Meter. Nach vorne machen wir auf 3 Meter. So, gucken wir mal. Er ist falsch rum, kann das sein? Okay, ich muss bei dem jetzt nach rechts machen. Also nach links 3 Meter weg, nach rechts 3 Meter. Sehr gut. Jetzt müssen wir unter jede Tür einsetzen. Wir müssen die Türen beschriften. Wir fangen oben an. So. Diese Tür ist versetzte Tür Eingang. Das heißt, wir brauchen schon mal 1. So, das ist versetzte Tür 2. Das ist versetzte Tür ER-Raum. Richtung Ausgang. Aber wir werden, glaube ich, alle Türen anders benennen. Also ja, die heißt ja jetzt hier versetzte Tür. Aber Tür ist Tür. Das heißt, wir tun das Versetzte weg.
So, dann ist das Türeingang Richtung Eingangsraum. Ist ja natürlich einfacher, wenn es hier eine automatisch Funktion gäbe, aber das ist natürlich nicht. So, diese Tür ist Tür Eingangsraum Richtung EF-Tunnel. Ich weiß gar nicht, warum der EF-Tunnel heißt. Eingangsfußgängertunnel? Kann das sein? So, diese Tür ist EF-Tunnel Richtung Kontrolltunnel. So, die Hangar machen wir als letztes. So, das ist Tür. Kontrolltunnel. Wobei, man könnte es ja immer von beiden Seiten nehmen, ne? Wir haben jetzt Richtung Eingang gemacht und jetzt machen wir alles Richtung Kontrolltunnel. Das heißt, der EF-Tunnel ist die einzige Ausnahme tatsächlich. Oder sollen wir den auch umbenennen? Ne, ich glaube, weil das ist ja der Eingang. Das, also jetzt geht alles vom Kontrolltunnel aus. Außer der Eingang, der ist extra. Also hier Kontrollraum. Wieso schreibt mir denn einer in Steam? Wer schreibt mir denn in Steam? Oh, da kriegt er wieder. So, Kontrolltunnel Richtung Entladestation. Ne, das ist... Oh, wie hieß dieser Raum? Das ist der Vorraum, ne? Weil wir haben dahinter ja nochmal eine Tür. Entladestation, Vorraum. Oder wie haben wir den genannt? Wie haben wir den genannt, diesen Raum? Doch, Entladestation, Vorraum. Sehr gut. Das ist dann Entladestation, Kontrollraum, ne? Ja. So, das ist Tür. Entladestation, Vorraum. Richtung... Entladestation, Kontrollraum. Oh Mann, das ist ja irgendwann nochmal Durchblicke. Das wird interessant. Jetzt war ich ziemlich aggressiv zu dem. Jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich muss dem kurz schreiben. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. So, dann haben wir jetzt KT zu H1. 1. Da gehen wir auch vom Eingang aus. Also, das ist Kontrollraum Richtung Hangar 1. Oder nee, wir nennen es rechts. Wir gehen ja vom Kontrollraum aus. So, Kontrolltunnel Richtung H1 links.
Da muss ich mir was anderes überlegen, ne? Wir haben den doch in Haupttunnel eigentlich benannt, ne? Das heißt, das hier ist eigentlich der HT, Haupttunnel. Und nicht der Kontrolltunnel. Was laber ich denn hier? Das ist der Haupttunnel. Weil KT ist ja der Kontrollraum. HT ist richtig. Haupttunnel. So, wir haben noch 3 Türen übrig. So, Haupttunnel Richtung H2 rechts. Haupttunnel Richtung H2 links. So, was hat er geschrieben? Ich war wohl etwas zu harsch. Mal eigentlich wissen die Leute, dass ich aufnehme, wenn die bestimmte Spiele sehen. Das war jetzt in Steam. Ich meine, ich bin ein bisschen selber schuld, weil ich kann auch in Steam die Sounds muten. Normalerweise wissen die Leute das. Er hat es jetzt trotzdem geschrieben. Und ich habe ihn halt richtig zur Sau gemacht. Und jetzt habe ich den ziemlich niedergemacht. Den hat es schon ziemlich hart getroffen. Dafür habe ich mich jetzt entschuldigt. Mein Fehler. Ah, hier ist er ja. Okay, wie heißt denn dieser Bereich? Ach du Scheiße. In dem Bereich haben wir noch keinen Namen gegeben. Tür. Unterirdischer Fußgängertunnel, UFT. Unterirdischer Fußgängertunnel, UFT, zu... Wie haben wir den jetzt immer genannt? Wartungstunnel. Richtung Wartungstunnel. So. Gut. Wie viele Türen haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Weil einen Sensor haben wir ja schon. 10. Den werden wir natürlich neu platzieren. Das heißt, ich brauche 60 Sensorkomponenten und 40 Kommunikation. Wir müssen mal die Stahlplatten rausnehmen. Die kosten mir mal zu viel Eisen gerade. Ich meine, wir haben ja mittlerweile wieder ein bisschen. Jetzt habe ich es vergessen. Fuck. Also, 60 Sensor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt 40 von denen. 60 Computer.
50 Herstellungs. Wobei, wir nehmen von jeden 10 mehr mit, denn ich habe ja einen Sensor. Also wenn ich jetzt die wir brauchen ja 11 Sensoren insgesamt. Deswegen nehmen wir von jedem mehr mit. Außer natürlich Sensor und Kommunikation, die sind abgezählt. Aber jetzt habe ich alles. Ja. Wir müssen nur wieder Ressourcen holen. Der ist leer. Aber das mit der automatischen Tür finde ich eine sehr geile Idee. Ich hoffe, wir können die jetzt überall überhaupt umsetzen. Das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Ich bin gerade am Überlegen, wie rum setzen wir dann den Sensor am besten? Machen wir es bei allen gleich? Tun wir bei jedem ändern? Wenn wir es bei allen gleich machen, müsste ich mir vielleicht nur einmal merken, wie ich ihn einstellen muss. Und könnte dann auf der anderen Seite einfach seitenverkehrt machen. Wobei eigentlich, wenn ich genau unter die Tür einsetze und dann immer dieselbe Richtung hat, müsste es eigentlich immer gleich sein. Das Problem ist, ich sehe nichts, ne? Ich weiß gar nicht, bin ich zu tief? Wo hänge ich jetzt fest? Okay, ich bin anscheinend oben dran. Ich kann leider nicht in die Außenansicht. Wir sind offiziell in der Außenansicht. Ich kann aber... Ah, jetzt geht es. Ich muss halt irgendwie mich so ein bisschen drehen. Dass ich was sehen kann. Ich habe nur ein bisschen Angst, wenn ich nämlich hochgehe, dass ich mir wieder irgendwas kaputt mache. Wobei, so ist eigentlich gut. So sehe ich halt nicht so gut, ob ich schräg bin. Shit. Es war gut, bis das Dach kam. Mann, ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen. Das kann ja nicht wahr sein. Das belastet mich jetzt voll. Ich glaube, ich muss nach der Aufnahme nochmal mit dem reden. Ah, warum war ich denn so gemein? Impulsreaktion, aber trotzdem. Das hätte man auch anders machen können. Habe ich jetzt verdient. Wenn ich jetzt so ein schlechtes Gewissen mache. Weil ich hab denen das schon mehrfach eigentlich gesagt. Ne, der immer schreibt er. Vielleicht macht er das extra. Kann schon sein.
Das war auf jeden Fall nicht richtig, mein Verhalten. Oh, ich glaube, ich habe einen kaputt gemacht. Okay. Zumindest beschädigt. Welcher war denn das? Irgendeiner war beschädigt, da kam nichts raus. Hier bei dem da oben, der war doch beschädigt, oder? Scheint aber in Ordnung zu sein. Nun gut, wie sieht's aus? Dauert noch. Aber es müsste eigentlich reichen, um die Ressourcen hier rauszuholen. Also um die Sachen zu bauen, die ich bauen will. Deswegen gehen wir mal kurz zurück. Nach rechts, damit ich wieder landen kann. Und dann fahren wir mal zurück und dann beenden wir die Folge. Bin zu schnell. Bremsen, bremsen! So, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!